Ich bin Korea geboren, dort aufgewachsen, bis zum großen Teil der Hälfte meines Lebens. Und dann lebe ich seit circa fast 14 Jahren in Österreich, in Wien. Trink mal noch eine Flasche Wein, lila, lila, roho. Es muss nicht die allerletzte sein, lila, lila, lo. Es gibt schon Möglichkeiten, in Wien auch Straßenmusik zu machen, aber nicht so frei und offen wie hier in Berlin. Du hast als Musiker wirklich sehr schwer. Das heißt, vor allem in Asien gibt es schon Musikszene, aber die sind eher sehr von Medien beeinflusst. Das heißt, einfach so populare Musik. So Boybands, Gruppen, und wenn du nicht hübsch bist und halbwegs gut singen kannst, hast du überhaupt keine Chance, überhaupt dort Musik zu machen und Musik leben zu können. Alright, here's a song about being poor, because I'm poor. And that is a hint. I need a dollar, 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 that's what I need. I need a dollar. I'm from the west of Ireland. I went traveling, quit my job, left the apartment, all that sort of stuff. I came to Berlin, then spent the last of my money on this lovely guitar here, and I've lived off it since. So, happy days. That you have to go through certain pathways, like to be a musician you have to have a record label and get famous or whatever, and it's not true. And to take the world into your hands and just say, no, I'm gonna go places and I don't need money to go there and I don't need opportunity to go there, I can just go there and I can play. Wielkopolskiego. Jestem tu w sumie przypadkiem. Nie, przyjechałem pozwiedzać, trochę pograć, pokazać swoją muzykę. Wir waren letztes Jahr in Berlin, in Leipzig, in Nürnberg, in Italien, in Cremona, in Perugia. Wir haben eine große 3 Monate zusammen gereist und Straßenmusik gemacht. Ich habe Familie zu Hause, habe 3 Kinder, bin jetzt einen Monat unterwegs, 1,5 Monat. Komme mit der Musik immer durch, sagen wir mal. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Habe viel Spaß daran. Ich freue mich, wenn auch die Leute halt dann Spaß daran haben. In vielen Städten ist es nicht mehr so toleriert. Das tut mir wirklich leid, weil wirklich die Straßenmusik, die bringt so ein bisschen Kultur und alles. Und wenn das erstickt wird, das ist wirklich schade und das macht auch Kommunikation, nicht?